Hello everybody, welcome to Guten Tag und guten Abend an Sie alle. Willkommen im Auditorium Friedrichstraße in Berlin. Thank you, Humboldt Institute for Internet and Society, as always, one part of this joint venture of this long-running series and also Bundeszentrale für politische Bildung, Federal Agency for Civic Education to host this event. Some of you probably already know how this is going to roll about here in the next, let's say, 90 minutes, maybe 100 minutes. After a brief introduction, there's going to be our guest giving his lecture, his talk. Nach einer kurzen Einführung wird unser Gast einen Vortrag halten. Dann wird es eine kleine 1-zu-1-Konversation zwischen uns geben. Und dann können Sie alle auch zu Hause, wo auch immer Sie das gerade schauen, es wird gerade über Alex TV gestreamt, und auf den jeweiligen Webseiten der Partnerorganisationen. Es gibt Slido, das ist ein partizipatives Tool, über das Sie auch Fragen stellen können, sowohl hier vor Ort mit 2 Mikrofonen. Ihre Kommentare sind nach unserem Gespräch. Herzlich willkommen. Also, was bedeutet Smart eigentlich? Das ist unser Thema heute. Es ist nur ein anderes Wort für intelligent. Die heiße Debatte über die künstliche Intelligenz erinnert uns an diese sehr alten Fragen. Und in unserer Vortragsreihe, die schon im 6. Jahr läuft, hatten wir eine ganze Reihe von WissenschaftlerInnen, die im Grunde genommen sagen, oh, KI, oder genau gesagt, generative KI ist nur Statistik hoch 10. Sie wissen schon, Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die mit sehr großen Datensätzen trainiert werden. In der Tat sind diese Datensätze so umfangreich, dass es den Maschinen die Daten ausgehen, auf denen sie trainiert werden können. Die Dinge werden sich langsamer entwickeln, als die sogenannten Doomers vorhersagen. Es gibt Expertinnen wie Gina, die sagen, es gibt keine Daten mehr, es gibt keine Energie mehr, es gibt nicht genug Rechenleistung. Also die Frage, die sich stellt, ist generative KI wirklich intelligent? Ich denke, das hängt mit dem zusammen, worüber unser Gast heute unter anderem sprechen wird, das Konzept der Smart City. Viele uns assoziieren damit alles Digitale in der Stadt, smart im Sinne von digital. Viele BerlinerInnen wünschen sich beispielsweise eine Stadtverwaltung, die digitaler arbeitet, sprich den Reisepass online verlängern lassen, ohne unzählige Male ganz früh aufstehen zu müssen, um anzurufen und vielleicht einen Termin in irgendeinem Bezirksamt zu bekommen, das eine Stunde von ihrem Wohnort entfernt ist. Zumindest gilt das für Sie, wenn Sie Deutsche sind. Ich wage zu behaupten, dass es in der Schweizer Botschaft in der Nähe des Hauptbahnhofs etwas einfacher ist. Für Berliner mit Schulkindern war die letzte Pandemie viel einfacher, wenn es beispielsweise eine stadtweite Idee oder ein Konzept gegeben hätte, wie die Schulen damit umgehen sollten. Software, Hardware. Es gibt natürlich unendlich viele Aspekte der intelligenten Stadt, die immer da sind, auch wenn wir sie nicht bemerken und die trotzdem funktionieren. Beispielsweise der private Verkehr, vielleicht nicht so sehr für die FahrerInnen. Wir hatten das bereits. Und auch für andere Behörden, die Polizei, die öffentlichen Verkehrsbetriebe oder die teilweise auch für beide funktionieren. Zum Beispiel Thema Carsharing. Es wird klar, dass das Wortspiel mit dem Smart ein durchaus verzwicktes Spiel ist, wie auch das Wort intelligent, wo man sich die Frage stellen kann, ob es nur eine Technologie bezeichnet oder auch eine andere Form von Bewusstsein, die wir zum Beispiel Menschlichkeit nennen. Heißt es vielleicht auch einfach so etwas wie Benutzerfreundlichkeit? Wenn Sie bei diesen Fragen auch verwirrt und oder unsicher sind, sind Sie hier genau richtig, denn unser Gast wird heute über einiges sprechen, was man über Smart Cities erfahren kann, beispielsweise wie lange sie zurückreichen, was sie bedeuteten, was sie versprachen, was sie immer noch versprechen, welche Gefahren sie bergen, was sie heute ganz anderes bedeuten und auch, ob der Begriff
die aktuellen Praxen überhaupt noch erfassen kann. Und auch, was getan werden muss, damit wir Dinge verändern können, die in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert haben. Unser Gast kommt aus Irland. Er ist Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Maynooth, dessen Direktor er von 2002 bis 2013 war. Für diejenigen unter Ihnen, die mit der Geografie von Irland nicht so vertraut sind, Maynooth ist relativ einfach auszusprechen. Ich glaube, die Iren sprechen es eher Maynooth aus, nicht Maynooth. Google sagt, dass man in der Regel schneller mit dem Zug als mit dem Auto dort ist. Das ist 25 Kilometer entfernt von Dublin. Ich bin mir sicher, wir werden über die Smartness einer irischen Zugfahrt in Kürze etwas hören. Seine Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Produktion digitaler Geografien. Und sein derzeit finanziertes Projekt von 2022 bis 2027 lautet Data Stories, Telling Stories About and with Planning and Property Data und wird vom Europäischen Forschungsrat finanziert. Er ist Co-Autor und Co-Herausgeber von 36 Büchern und über 200 Artikeln und Buchkapiteln, darunter die Sammelbände Dialogues in Human Geography, Progress in Human Geography und Social and Cultural Geography. Zudem ist er Träger der Goldmedaille für Sozialwissenschaften der Royal Irish Academy. Und jetzt ist er in der nicht immer so smarten Stadt Berlin. Wir begrüßen ihn, Rob Kitchen. Vielen Dank für die Einführung. Ich werde ungefähr 40, 45 Minuten sprechen über Smart Cities und wie wir vielleicht über sie nachdenken können. Okay, so this is obviously the title of the talk. Also, das Digitale und Städte geht so ein bisschen zurück an die Anfänge von Computern überhaupt. Wie können wir über Computing nachdenken hinsichtlich der Planung, Regulierung und Steuerung von Städten? Wie können Computer Landnutzung, Transport und dergleichen unterstützen? Wir fangen dann an, in der Literatur auch die Idee von Cybernetik beispielsweise zu sehen, wie wir private Computer nutzen können, Telematik und andere Infrastrukturen, bis hin in die 1990er. Wo das Internet, elektronische Verwaltungsmechanismen, andere Formen von Netzwerkinfrastrukturen und Cybercities langsam in der Literatur auftauchen. In den 2000ern haben wir das Internet der Dinge, andere Formen von Computern, Big Data, immense Datensätze fangen an aufzutauchen. Künstliche Intelligenz kommt auf. Intelligente Städte, Netzwerkstädte, all diese Begriffe fangen an aufzutauchen. Und in den 2010er Jahren And I can find software embedded into all kinds of different devices in my home that never used to have software in. Mittlerweile kann ich Software in Geräten in meinem Zuhause finden, wo sie überhaupt nie waren. Und in den letzten 10 Jahren haben sich viele Prozesse ergeben, die die Art und Weise, wie wir Städte steuern, verändert haben. Es gibt viele Definitionen von Smart Cities in der Literatur. Meine Version ist, Netzwerktechnologien zu nutzen, um Städte zu regulieren. Das ist mittlerweile flächendeckend vorhanden in vielen Städten. Zentralisierte Kommandoräume, Schalträume, intelligente Transportsysteme, automatisierte Buchung von Tickets, Netzkarten.
man kann um all diese Themenbereiche, Transport, Energie, Müll bis hin in unsere eigenen Zuhause, into this intermediating civic life through civic platforms, open data, and so on. So these are some of these kind of technologies, I guess, kind of visualized, if you like. So in the top, also, ich habe hier einige dieser Technologien visualisiert. Hier haben wir beispielsweise Mülleimer, die einen Sensor unter dem Deckel haben, der dann anzeigt, wie voll er ist, sodass der Müllwagen nicht zu allen Mülleimern fährt, sondern eben nur zu denen, die voll sind. Die Route wiederum ist auch super dynamisch, weil man dann eben nur dahin fährt, wo auch wirklich voll ist. Auf der linken sehen wir smarten Gebäudekram. Welche Flächen sind frei? Was kann man online buchen? Es geht auch um Lichtinfrastruktur, wo es dann auch anfängt, um mehr als Licht zu gehen. Wir haben einen Teil der Infrastruktur, der beispielsweise Energie braucht. Man kann auch über Sensoren nachdenken, die sich über Umweltschutz, über Lärm, über Dimming Gedanken machen. Wir können Dinge verändern und sie beispielsweise zu einem Wi-Fi-Hotspot umändern oder zu einem Energieaufladespace für Autos. Wir können digitale Services hinzufügen. Das hier ist das intelligente Transportsystem in Dublin. Ich bin mir sicher, dass viele solcher Leitwarten auch in Berlin existieren. Was Sie hier in Berlin sehen, sind Sensoren, die die Anzahl der Autos zählen. Wir haben viele Kameras, Überwachungskameras, verschiedene Art von Knöpfen, die gedrückt werden können auf den Straßen und Social Media, das auch integriert ist, wo beispielsweise ein Unfall passiert ist. Ganz zu rechts sehen wir den Kontrollraum, wo all diese Informationen landen. Und dort wiederum wird entschieden, wann es sich rot und wann es sich grün schaltet. Das System wird ernährt von all diesen Informationen, die dann wiederum darauf basieren, Entscheidungen treffen. So, es geht nicht darum, dass Dinge eben gefixt sind, sondern dass Sachen dynamisch sind. Beispielsweise, ich warte 55 Sekunden, bevor ich über die Ampel gehe. Die Person nach mir wartet 48 Sekunden. Das System will keinen Stau feststellen und dann reagieren, sondern sozusagen Staus vermeiden und somit in Echtzeit agieren. Es ist ein automatisiertes Programm, wo eine Software Entscheidungen trifft, aber der Mensch kann jederzeit diese Entscheidungen overriden. Das ist ein Kontrollraum, der ein bisschen größer gedacht ist in einem städtischen Kontext. Der wahrscheinlich bekannteste in der Literatur ist der oben links. Das ist der Kontrollraum in Rio, der während der Olympischen Spiele gebaut wurde. Es gibt Dutzende von Partnerorganisationen, die dort arbeiten, mit bis zu 400 ArbeiterInnen, die Echtzeitdaten verarbeiten. Hin von Sicherheit, Notfall, alles, auch das Thema Müll findet hier mit rein. Es hat auch einen großen Medienraum. In dem Moment, wo ein Verkehrsunfall beispielsweise passiert, kann eine Journalistin dort die Informationen einsehen. In Berlin gibt es mit Sicherheit rund um die 10 solcher Kontrollräume in Bezug auf verschiedenste Netzwerke. Das ist ein Teil unserer eigenen Arbeit.
Ich werde viel von dieser Technologie kritisieren und gleichzeitig bauen wir auch viel davon. Beispielsweise das Dublin Steuerungsboard haben wir gebaut, wo Sie hier eine 3D-Visualisierung sehen können. In der Mitte finden Sie Airbnb-Daten. Die Höhe der Nadel zeigt so ein bisschen auf, wie viel man zahlt für die jeweilige Unterkunft und jeder der Punkte kann angeklickt werden. Was auch immer ich da angeklickt habe, wäre 2000 Euro die Nacht beispielsweise. Der in der Mitte ist auch pro Gebäude jeweils anklickbar. Wir haben auch ein ausgedrucktes Modell von diesem Modell. Von der Mitte können Sie, wo Sie die Person sehen, was ungefähr die Größe von dem Modell angeht. Wir können Echtzeitdaten in diese Modelle reinfeeden. Alles hin von Luftverschmutzung. Das ist einfach eine Art und Weise, wie man sehen kann, wie man visuelle Analyse nutzen kann, um mit solchen Modellen zu arbeiten. Das war jetzt so ein bisschen die Technologie, aber was geht denn eigentlich bei den Versprechen, die Smart Cities einem so geben? Eins der Versprechen ist, dass es angeblich intelligente Unternehmertum erlaubt, eine Art Labor, in dem unterschiedlichste Technologien und Innovationen ausprobiert werden können, wo Start-ups und ausländische Investitionen ihren Platz bekommen. Das ist auf jeden Fall das Dubliner Modell. Wenn Sie Ihre Firma nach Dublin bringen, können Sie Ihre Technologie oder Ihre Services dort ausprobieren mit einem real existierenden Publikum, einer real existierenden Bevölkerung. Wir könnten uns über das Thema Smart Environment unterhalten, zum Beispiel Ökostrom, Nachhaltigkeit, natürlich auch eine Form Resilienz. Wir können über Smart Governance reden, um beispielsweise die Lebensqualität von Leuten anzuheben, Risiken besser zu managen. Und wir alle sind besser informiert, beispielsweise. Ich hole mein Telefon raus in Berlin und kann auf verschiedenen Apps sehen, was um mich herum passiert und so auch die Qualität meiner Erfahrung. Das ist zumindest das Versprechen. Und den Rest des Talks werde ich hauptsächlich über die Risiken sprechen. Bevor ich über die Gefahren und die Risiken spreche, möchte ich darüber sprechen, dass natürlich nicht alle Smart Cities gleich sind. In unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche Prioritäten hinsichtlich, was sie tun möchten mit Smart Cities. Und selbst innerhalb eines Landes kann es unterschiedliche Ansätze geben. In Irland geht es definitiv um ökonomische Entwicklung, um ausländische Investitionen. Es geht darum, neue Firmen in Bezirke anzusiedeln. Das wiederum hat natürlich auch den Aspekt der Gentrifizierung. Im UK gibt es viele Investitionen hinsichtlich Smart Cities, weil sie exportieren möchten. Dementsprechend geht es natürlich auch um eine Vermarktlichung dieser Technologien, um eine neoliberale Agenda, um eine Privatisierung staatlicher Services. Mein Eindruck in Deutschland ist, dass es darum geht, nachhaltiges Wachstum zu generieren und eine Art Effizienz im städtischen Regieren herzustellen. In Spanien herrscht eine Idee vor von offen und inklusiven Städten, sodass beispielsweise auch die Idee von Open Data und zivilen Plattformen, wo Informationen geteilt werden, gepusht werden. In den USA geht es definitiv um ökonomische
Entwicklung, aber viel um Polizieren und sogenannte Sicherheit. In Indien ist es eine Form von Wir haben sehr moderne, schnell wachsende Städte und eine allgemein extrem schnelle Veränderung. In China haben wir genauso eine extrem schnelle Verstaatlichung bzw. eine Landflucht. Und im Mittleren Osten sehen wir auch eine schnelle Verstaatlichung und auch die Frage, wie eine Ökonomie nach dem Öl eigentlich aussehen kann. Die Bilder zeigen uns, wie das aussehen könnte. Also auf der einen Seite sehen wir sozusagen die Realität und auf der anderen nicht, wie es ist, sondern wie es aussehen könnte. Bei dem indischen Beispiel sehen wir eine extreme Diskrepanz zwischen, wie Städte aussehen und wie sie aussehen könnten. Das Bild darunter in den Emiraten zeigt uns beispielsweise auch den Versuch, effiziente Gebäude zu bauen. Songdo in Korea haben wir eine Art Fläche, die fast wie eine Wüste ist und entwickelt werden soll. In New York gibt es hier die Idee, über der Penn State Station neu zu entwickeln. Nichts davon ist natürlich super erschwinglich. Ab 1 Million geht es los. Songdo in Korea, nichts davon gab es 2003. Und jetzt ist es eine Millionenstadt. Es wurde als eine Art ökonomischer Parameter in der Region angesetzt, aber auch um die Technologie auszuprobieren. Okay, die Gefahren und Risiken. Ein Teil der Logik ist ja, städtische Probleme zu lösen. Und was das macht, ist, die Stadt als ein System von Systemen zu framen und weniger, es wird weniger als ein Ort, weniger als ein Community gedacht, sondern es wird sehr, sehr infrastrukturell und eine Idee von Aufgaben gedacht. Das wiederum informiert natürlich auch, wie wir diese Probleme angehen. Wozu das führt, ist eine Art Privatisierung und Outsourcing von beispielsweise staatlichen Services auch. Es geht darum, Firmen reinzubringen, die uns helfen sollen, Städte zu managen. Was wir dann wiederum an Städten wie Toronto sehen können, wie Google versucht hat, dort einen kompletten Teil der Stadt eigentlich zu managen, auf eine sehr problematische Art und Weise auch. Also Firmen werden Teil der Regierungs- oder der staatlichen Verwaltungsstruktur. Die Stadt wird hier eine Art akkumulierende Strategie. Also wir haben einen öffentlichen Ort und wir vermarktlichen diesen Ort. Man verändert einen öffentlichen Ort somit extrem. Das Regieren und die staatliche Verwaltung wird hier extrem beeinflusst von Algorithmen und Technologie, wo diese Idee da ist, was auch immer unser Problem ist, wir können das mit Technik und Daten lösen. Die Idee von Staatsbürgerschaft wird hier auch extrem problematisch. Wir haben sehr vermarktliche Ideen von Staatsbürgerschaft, weil wir dann auf einmal diesen Eindruck haben oder die Prämisse, dass du konsumierst und es keine Frage von Rechten ist, wo du bist, sondern ob du an diesem Konsum teilnimmst.
Die Technologie verändert somit, wie wir regiert werden und wie wir regieren und verändert unsere Beziehungen dahingehend. Wie eine Person normalerweise einen Laden verlassen hat, wurde über eine Person kontrolliert. Dann wurde es eine Kamera und man wusste aber auch gar nicht so genau, existiert diese Kamera, funktioniert diese Kamera. Und mittlerweile hat sich das weiterentwickelt, sodass wir gar nicht mehr, sodass wir auch in eine Art Selbstregulierung und Selbstkontrolle kommen. Wir sind innerhalb dieser Technologien in irgendeiner Form auch gefangen. All diese Technologien können natürlich auch gehackt werden und somit außer Gefecht gesetzt werden. Also, was bedeutet es, wenn unsere Städte dieser Art von Infrastruktur oder Technologie zum Opfer fallen? Wir müssen uns natürlich über Macht unterhalten. Wer implementiert diese Art von Technologien? Wer sagt, was die Regeln sind? Wer sagt, was die Ergebnisse sind? Und so weiter und so fort. Sind es die Firmen, die diese Technologien verkaufen oder designen diese wiederum auf Auftrag hin von RegierungsvertreterInnen? Also kaufen wir nur oder sind wir noch in Kontrolle? Es gibt viele andere Effekte, die sich rund um die soziopolitischen Aspekte und Ethik von alledem drehen. Wir haben ein Piece für den Premier in Irland zusammengestellt, die sich wiederum mit ethischen Fragen beschäftigen. Natürlich, viel davon hat sich mit Überwachung und Privatsphäre zu tun, weil extrem viele dieser Technologien in Echtzeit wiederum auch überwachen, was passiert auf deinem Handy, deine Kommunikation, deine Bewegung. Das heißt, viel Technologie hat eine privatisierte ID, also die Person und das Gerät sind miteinander connected. Was bedeutet das für Orte, zum Beispiel autokratische Regimes? Viel in der Literatur wird über China reden und sozusagen diese privaten Credit Scores oder allgemein öffentliche Überwachung. Im Süden von China geht man mit dem Gesicht in die Metro. Also damit die Tür aufgeht, wird dein Gesicht gescannt. Es ist auch unmöglich, ein Handy zu besitzen, ohne dass dein Gesicht gescannt wird. Also es ist sehr klar, dass es deins ist. Was hat das für Implikationen für unsere Idee von Privatsphäre? Wer besitzt diese Daten? Was können die Menschen mit diesen Daten tun? Wie stellen wir noch Sicherheit her? Das präventive Profilen und sogenannte Polizieren, da ist die Idee, vorher schon zu wissen, wo sozusagen ein Verbrechen passiert und danach zu handeln, danach zu kontrollieren und zu kriminalisieren. Die Frage, wo investiert wird und wo nicht, wird von der Frage preceded, beispielsweise, wer verdient Investitionen, wer verdient keine Investitionen. Das wiederum hat Implikationen für unser Sozialsystem. Wie stoßen wir Leute dazu an, ihr Verhalten zu verändern, ist eine große Frage. Zum Beispiel, wie bringen wir sie dazu zu laufen, statt das Auto zu nehmen? Aber auch hier geht es ja um Macht. Also, wer stößt wen an? Was ist die Strafe, wenn das nicht passiert? Was, wenn die Person das nicht so oder so schnell macht, wie wir möchten? Wir kennen das mittlerweile von
Airlines, dass alle von uns beispielsweise andere Ticketpreise zahlen. Wie entscheiden wir, wer sozusagen ein High-Profile-Klient ist und wer nicht? Ich habe schon über Datensicherheit gesprochen. Ein Beispiel könnte sein, in Singapur eine Covid-Tracker-App zu beobachten, die gesagt hat, dass es wirklich nur um, hat die Person Covid oder nicht geht, aber dann auf einmal könnte es um das Tracken von einer Mörderperson gehen, wie Daten sich verändern, können wir hier auch sehen. Wenn ich 20 oder 30 Jahre zurückgehen würde und euch einzelnen verfolgen würde wollen, könnte ich mit dieser Technologie Millionen von euch in Echtzeit verfolgen, mit meinem Handy. Jede 4 Minuten sagt dieses Handy Bescheid, wo ich bin, und kommuniziert auch mit Google darüber, wo ich bin. Das heißt, in Echtzeit, diese Covid-Tracking-Apps funktionieren so. Ob man in einem Lockdown ist, ob man in einem bestimmten Gebiet sich aufhält. Also hat die CCTV-Kameras, man hat Smartphones, wie sich die verbinden mit. Bestimmten elektronischen Orten, die gepinkt werden. Wir haben auch ein Smart Card Tracking durch QR-Codes zum Beispiel oder RFID-Chips, wie sich Bewegung in und innerhalb eines Gebäudes oder im Reingehen und Rausgehen aufgezeichnet wird. Wie Auto-Tracking, zum Beispiel bei einer Schranke, kann man getrackt werden. Wir lassen auch Daten dort, wenn wir zum Beispiel mit einer Kreditkarte bezahlen und Fotos hochgeladen werden auf Flickr zum Beispiel, um festzuhalten, wo ich mich aufgehalten habe. Also wir haben ein sehr sensibles System, was auf sehr feinfühlige Art festhalten kann, wo wir uns befinden. Und das ist ein Beispiel von sozialem Sorting. Zum Beispiel das Bike-Sharing, das in Dublin eingeführt wurde 2009, zu einer sehr kontroversen Zeit. Also es war ein Wunsch nach dem Teilen von Fahrrädern da. Und also zum Beispiel wurde die armen Stadtviertel sind blau und die reichen sind orange. Und dort kann man sehen, dass, andersrum, die orangen Teile hier auf der Karte sind, wo arme Leute wohnen und die blauen, wo reiche Menschen wohnen. Und da kann man sehen, wer Zugang zu dem Bikesharing hatte und wer nicht. Also auch wieder in die reichen blauen Gegenden. Man sieht das digitale Hub. Das sind Start-up-Firmen, die sich in relativ armen Vierteln befinden. Und genau, das war ein Übergang. Es gibt viele Fragen über diese Technik.
zum Beispiel, wie unsere Staatsbürger sich beteiligen sollen, teilnehmen sollen in einer Smart City. Welche Öffentlichkeit kann kreiert werden, wenn man sehr viel Überwachung hat, Überwachungssysteme, Militär, Polizei hat. Also wie sind bestimmte Logiken und Normen eingebettet in Stadtsysteme? Welche Modelle der Staatsbürgerschaft werden innerhalb der Smart City ausgeführt? Oder auch welche Gerechtigkeitsmodelle? Das heißt, die Frage ist, was für eine Smart City möchten wir schaffen? Wir beginnen nicht mit der Frage, welche Stadt möchten wir leben oder ist Technologie, Technik die Antwort oder nicht die Antwort darauf? Also es gibt sehr, sehr viele Fragen und Diskussionen über meinen Versuch, die Smart City neu zu denken. Also es geht um ethische Intervention, zum Beispiel, also wir wollen jetzt nicht die normative Funktion der Smart City in Frage stellen. Also wir denken über Datenschutz nach, dass es fair ist und ausgeglichen ist, also dass es fair ist und auch Grenzen zu schaffen. Also es geht nicht darum, die normativen Aspekte zu neu zu denken, sondern wie können wir den Überhang kontrollieren? Also wie können wir es neu denken, die Smart Cities neu denken? Also die Alternative sind, dass wir uns Gedanken machen darüber, über soziale Gerechtigkeit, morale Philosophie, die ethische Frage rund um Fürsorge, statt dass wir es nicht regulieren und begrenzen, sondern dass wir es weiterdenken. Es ist leider keine Option mehr, dass so viele Aspekte der Technologie sogar Teil unseres Lebens sind. Der einzige Grund, warum sich Verkehr bewegt, es funktioniert eigentlich nur durch Technologie und wie diesen Verkehr verbessert, sonst würden wir zurück ins 19. Jahrhundert gehen. Also die Frage sollte sein, was sollte sein, nicht im Vergleich zu was muss sein. Also eine Vision schaffen und nicht nur Vorschriften folgen und Regulierung schaffen. Auf der linken Seite sehen wir die Probleme, die Gefahren, wie wir damit umgehen sollen, ist Ethik, Bias, Fairness und so weiter. Klar wollen wir das, aber wir müssen sie auch ergänzen durch die Begriffe auf der linken und die Werte auf der linken Seite. Gerechtigkeit. Und wir müssen nicht nur Limitation schaffen, sondern auch Umverteilung und neue Konfigurationen mitdenken. Durch Demokratie, durch Gemeingüter und so weiter. Und zu verstehen, wie die Smart Cities im Kontext von Geschichte, Kultur existieren können. Nicht nur den technischen Aspekt und technische Lösungen suchen.
Normalerweise die technischen Lösungen sind durch den Markt, Selbstregulation oder man versucht Ende zu Ende Verschlüsselung, starke Verschlüsselung oder durch Schutz. Durch Weiterbildung, durch Aufsicht, durch tägliche Zustellung. Das ist normalerweise der Weg, wie wir versuchen, diese ethischen Fragen zu kontrollieren. Aber wir könnten einen Ansatz anstreben, der normativ ist, mehr ideologisch ist. Wir könnten uns über Rechte zur Smart City nachdenken, über Staatsbürgerschaft, über soziale Gerechtigkeit, über Werte, Ethos. Das Recht auf die Smart City, das geht zurück auf die 60er Jahre von Lefebvre. Und es geht darum, dass wir Raum schaffen sollen auf der Basis der Bedürfnisse von BewohnerInnen und nicht auf der Basis von einer politischen oder wirtschaftlichen Elite. Und es gibt ganz viele verwandte Rechte, das Recht auf Wohnen zum Beispiel, das Recht der Teilhabe und Selbstbestimmung, das Recht auf Kultur, Differenz und Gleichstellung und so weiter. Und das ist nicht, sind nicht nur Ziele, sondern das sind Grundsätze, nach denen wir uns richten wollen, wie wir eine Smart City gestalten. Wenn wir über Staatsbürgerschaft und Smart City nachdenken, Staatsbürgerschaft definiert ein Individuum oder eine Person und deren Verhältnis und deren Rechte, dass wir uns nicht oder dass wir damit auseinandersetzen, dass nicht einen neoliberalen Ansatz zu verfolgen, sondern einen Ansatz finden, der sich wirklich auf die Interessen der BürgerInnen stützt. Ganz oft war es so, dass ein Fokus auf BürgerInnen gelegt wurde, aber sonst hat sich nichts geändert. Und es war eigentlich ein leeres Wort, Bürger. Der Citizen Focus, der Fokus auf BürgerInnen. Dass es entweder ein ziviler Paternalismus gab, also was für BürgerInnen zu schaffen und zu entscheiden, was am besten für sie ist, im Gegensatz zur Teilhabe von BürgerInnen, Mitbestimmung von BürgerInnen. Und Smart Cities sind daher sehr selten fokussiert auf BürgerInnen. Oft ist es nur im Sinne einer Alibi-Funktion. Und es geht um einen neoliberalen Ansatz, wo individuelle Autonomie im Fokus steht und Entscheidungsrecht. Das ist jetzt eine komplexe Tabelle. Vielleicht fokussieren wir uns auf die ersten beiden. Also wir wollten uns die Frage stellen, wo ist der BürgerIn in dieser Technologie? Die sind der Datenpunkt oder sind die BürgerInnen die Personen, die konsumieren,
Beratung zum Beispiel auch, dass BürgerInnen auch Input geben zum Design, zum Beispiel sagen können, das sollte verändert werden oder hier müssen wir uns nochmal, das müssen wir uns nochmal anschauen. Oder sind BürgerInnen in einer oberen Rolle, wo sie wirklich auf Augenhöhe mit Entscheidungen treffen, wie sie ihr Leben in der Smart City gestalten. Und ganz unten in dieser Tabelle sehen wir die, die nicht beteiligen würden. Zum Beispiel ziviles Hacking und andere Beispiele, die wir in Dublin umsetzen. Wir könnten auch Smart Cities durch die Linse von sozialer Gerechtigkeit verstehen. Also was sind die Erwartungshaltungen und die Wege, in denen BürgerInnen Menschen ein gerechtes Leben führen. Es gibt unterschiedliche Arten der Gerechtigkeit. Welche Art von sozialer Gerechtigkeit möchten wir einbetten in die Smart Cities? Also verteilend, ein fairer Anteil, umverteilend. Also umverteilen zum Beispiel, dass man auch in armere Nachbarschaften verteilt, dass Leute, dass alle gleich behandelt werden. Dann gibt es aber auch eine philosophische Frage, welches Modell der sozialen Gerechtigkeit nutzen wir? Geht es um Egalitarismus? Dass die Gesellschaft unterstützt wird, aber einige trotzdem noch leiden möchten? Geht es um Utilitarismus, dass ein Kapitalist sagt, der Markt ist gerecht, Menschen bekommen das, was ihnen zusteht, was sie, und das ist Gerechtigkeit? Ich frage dann immer, was für eine Haltung der sozialen Gerechtigkeit steht denn hinter so einer Haltung? Ist es gegensätzlich? Genau, wir können nicht nur sagen, wir wollen gerechte Smart Cities und Städte, sondern wie soll diese Gerechtigkeit aussehen? Dass wir neu denken, wie eine Smart City sein könnte. Das Argument zu dem, was ich entwickelt habe, dass wir über eine technische und eine selbstverständliche Stadt oder Smart City nachdenken, sondern dass wir zum Beispiel BürgerInnen-Washing oder Ethik-Washing vermeiden, sondern dass wir wirklich gucken, dass unsere Technologie auch nachhaltig ist. Und wir betten diese Rechte rund um die Logik der Smart City ein. Ich kann mir das wünschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Firmen, Unternehmen in einer kapitalistischen Gesellschaft sich dagegen wehren werden. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch passieren wird, sondern dass wir für die Vision, die wir umsetzen wollen, auch kämpfen müssen. Wir müssen auch über die Dezentralisierung von Smart City nachdenken, dass wir also dass wir uns wirklich fragen, wie funktioniert diese Technologie im Verhältnis zu Menschen und wie passt es in größere Strukturen der Unterdrückung ein? Die sind Teil von Kapitalismus, sind Teil von
autoritären Modellen. Also wir müssen uns Gedanken machen über Machtstrukturen. Technologie ist nicht nur eine praktische Anwendung, sondern Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Und ist es wirklich die Antwort auf Stadtprobleme? Oder gibt es andere Ansätze, zum Beispiel Politik oder Community-Ansätze, die bessere Lösungen aufwerfen? Die Technik kann eine gute Lösung sein, aber es ist nicht immer die Antwort und manchmal auch in Kombination mit anderen Lösungen möglich, anderen Interventionen. Also nicht mit Technologie anfangen und nach einem Problem suchen oder sie als eine Antwort darstellen, sondern wirklich mit dem Problem beginnen, was gelöst werden müssen. Und vielleicht ist Technologie gar nicht Teil davon. Wir können das Argument aufstellen, dass zum Beispiel Obdachlosigkeit nicht durch eine App gelöst werden kann. Aber Obdachlosigkeit ist ein Problem tiefer Strukturen der Gesellschaft. Mentale Gesundheit ist damit verknüpft. Es kann nicht einfach so über Nacht gelöst werden. Technologie könnte helfen, aber ist nicht alleinig die Antwort. Alle Verkehrsstrukturen, Regulation und Management, und die Technologie muss für Verkehrsmanagement in Verbindung mit anderen Lösungsansätzen benutzt werden. Es geht nicht darum, einfach nur Algorithmen zu verändern, sondern wirklich Systemveränderung herbeizuführen. Also Rassismus wird sich nicht einfach auflösen in der Stadtstruktur. Und deswegen formulieren wir es so, dass die Lösungsansätze vielleicht Smart Cities beinhalten, aber vielleicht auch nicht. Und deswegen müssen wir auch einfach über Städte nachdenken, nicht über Smart Cities und uns gegen einen technokratischen Ansatz, Lösungsansatz stellen. Und ich werde jetzt bei diesem depressiven Thema aufhören und meinen Vortrag beenden. Vielen Dank, Rob, für diese sehr tiefe und detaillierte Einführung in das Konzept der Smart Cities und deine Arbeit. Ich habe mich gefragt, besonders am Ende, die ÜbersetzerInnen haben mich gefragt, etwas langsamer zu sprechen, da ich Schweizer bin, wird das auch für mich kein Problem sein. Es ist schon sehr radikal für einen Wissenschaftler zu sagen, dass sich ein bestimmtes Konzept abschaffen soll oder verändert werden. Also ich glaube nicht, dass Smart Stadtgesellschaft nicht existiert. Es existiert, sondern es ist eher die Frage, wie wir diesen Lösungsansatz sehen im Vergleich zu Gesellschaft und gesellschaftlichen Strukturen. Ich glaube, Smart Cities und der Smart City Ansatz denkt oft, dass sie die einzige Lösung sind, sondern die
eigentliche Frage ist, in welcher Art von Stadt möchten wir leben? Und vielleicht ist diese Art der Technologie ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn wir bereits als Ausgangspunkt die Smart City, den Smart City Ansatz und die Smart City als Antwort zu unseren Problemen sehen, schränken wir uns zu sehr ein. Im ersten Teil hast du uns die Systeme vorgestellt, mit denen du arbeitest, das Dublin Dashboard. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr darüber sprechen, wie das sich entwickelt hat, wer es gebaut hat, wer das Entscheidung getroffen hat. Wo hast du die Daten her? Vielleicht mit Airbnb beginnen. Ist das öffentlich? Wir haben die Daten einer Organisation bekommen, die Inside Airbnb heißt. Und die holen sich diese Daten und da sourcen wir dann die Daten. Das Programm das lief von 2013 bis 2018. Und wir haben entschieden am Anfang dieses Projekts, dass der beste Weg herauszufinden, wie Smart Cities sich entwickeln, sie einfach zu entwickeln. Und wir haben bereits 10 oder 15 Jahren habe ich mit diesen Technologien gearbeitet. Und wir hatten daher bereits Erfahrung in diesem Bereich und wollten Verwaltungen, lokalen Verwaltungen ermöglichen, zu verstehen, was in ihren Kontexten passiert. Und die lokalen Verwaltungen fanden es sehr schwierig, mit diesen Daten zu arbeiten. Und deswegen haben wir diese Tools reproduziert, damit sie ihre eigenen Daten sehen konnten. Und wir haben eine Partnerschaft mit den unterschiedlichen lokalen Verwaltungen geschafft, um dieses Dashboard zu schaffen, von 2016 bis 2020, um mehr Arbeit zu machen und haben uns diese Logik dieser Dashboards angeguckt und Themen rund um Benutzerfreundlichkeit, die Politik rund um, wie die Systeme zusammengestellt worden sind, wie Entscheidungen entstanden sind und wie das Dashboard entstanden ist. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Und der Dublin City Council hat gesagt, super, du kannst schreiben, was sie möchten. Wenn ihr uns kritisieren möchtet, dann ist das okay, dann müssen wir einfach lernen, wie wir es besser machen. Sie haben eigentlich nur gesagt, wir möchten darüber lernen. Eine sehr praktische Frage über das Dublin Dashboard. Vielleicht nochmal zu dem Thema Daten zu heben. Es gab keine legalen Probleme, keine rechtlichen Probleme, dass Airbnb euch versucht hat zu verklagen. Ich weiß nicht genau, ob sie das gemacht haben. Ich würde das nicht vorschlagen, Ihnen nicht vorschlagen. Es gibt ganz viele rechtliche Fragen und politische Fragen um dieses Thema, um Daten zu finden und Zugang zu diesen Daten zu bekommen. Jetzt zum Beispiel arbeiten wir mit einer Mietergemeinschaft, um denen zu helfen, mit Mieten, die sich erhöhen und Eigentümer, die sie versuchen, aus den Wohnungen zu ekeln. Oder zum Beispiel Asylsuchende. Wurde gezeigt, dass es sich sehr stark unterschied, wer in der Ausländerbehörde
einen bestimmten Asylantrag bearbeitet hat. Also die Person, die deinen Asylantrag bearbeitet hat, entschied quasi, ob du im Land bleiben kannst oder nicht. Also es gibt sehr viele Vorteile dieser Arbeit, wenn ihr euch interessiert für diese ethischen Fragen. Ich glaube, ich kann mich an ein Werkzeug erinnern aus diesem Dublin Dashboard, wo das eine Frage nach einem Krankenbett war. Existiert das noch? Nee, das Dublin Dashboard wurde 2020 aus Geldgründen geschlossen. Die Stadt wollte nicht mehr dafür zahlen, sondern wollte es nur kostenlos anbieten. Zudem haben die Leute es nicht flächendeckend genutzt. Wir haben rund um diese Ideen von Bedingungen und Benutzerfreundlichkeit viel geforscht. Aber das Ding ist, dass die Lesbarkeit von Daten bei Menschen relativ gering angesiedelt ist. Menschen wissen nicht zwingend, wie sie es benutzen. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt, darüber nachzudenken, welche Art von Person, welche Art von Bedienung braucht. Du hattest meistens eine Art von Graph oder Grafik und dann Text. Und der Text hat dir geholfen zu interpretieren, was du siehst. Du konntest so eine ganz allgemeine Bedienungsoberfläche haben. Und wir hatten welche, die mit mehr Werkzeugen ausgestattet war, sodass Leute die Möglichkeit hatten, irgendwie ihre eigene Visualisierung damit reinzubringen und ein bisschen mit den Daten rumzuspielen. Also wir haben ja versucht, unterschiedliche Bevölkerungsanteile mit unterschiedlichen Möglichkeiten anzusprechen. Teil unserer Logik, diese Technologie zu bauen, war, sie dann wieder zu zerstören, um sie besser neu zu bauen. Also haben wir uns über Zugänge, über die Qualität, über die Ethik und wie diese Daten genutzt werden, Gedanken gemacht. Wir können das in so einer sehr performativen oder Performance-Management-Ebene benutzen, wo es auf einmal nur noch um die Performance davon geht. Also lass uns sagen, in Baltimore gibt es ein wöchentliches Treffen in einem Dashboard-Raum, wo die Leute im Bezirk zusammenkommen und sich die Daten von der vorherigen Woche anschauen. Das heißt, zum Beispiel, wenn man für Straßen verantwortlich ist, sieht man, dass man nur die und die Prozentzahl von Straßenlöchern gefixt hat. Es hat so eine sehr Produktivitätslogik angerissene Art. So war das in Dublin nicht. Es war viel kontextbasierter zu verstehen, was eigentlich genau in der Stadt passiert. Man konnte diese Art von Wir haben mehr darüber nachgedacht, wie wir das Design verändern können, wie wir die Lesbarkeit, wie wir die Zugänge verbessern können und inwiefern Politik sich damit reinmischt. Ich glaube, viele Leute würden das wertschätzen, wenn du das in Berlin machen würdest und könntest ein reicher Mann hier in der Stadt werden. Das ist auf jeden Fall nicht die Logik hier. All das sollte Open Source sein. Und die Daten sollten Open Source sein und niemand sollte das monetarisieren können. Das ist einer der Gründe, warum das Dashboard sich extrem verändert hat. Es musste Open Science sein, es musste Open Data sein. Der ganze Code ist frei verfügbar, du kannst es runterladen. Und wir haben einfach nur den Schlüssel mit Leuten geteilt. Du hattest dieses sehr schöne Grafik in Bezug auf kulturelle Differenzen und was Smart Cities in unterschiedlichen Kontexten bedeuten. Ich hatte den Eindruck, dass die Prioritäten, die du aufgeführt hast in dieser Grafik, in meiner Wahrnehmung ziemlich Top-Down-Prioritäten waren. Ja, bis auf die Ausnahme von Spanien und Barcelona. Also würdest du sagen, dass das stimmt, dass die Leute sehr viel mehr Geld und Gedanken in die Prioritäten vom Top-Regierungslevel rein investieren?
Ja, tatsächlich, viele dieser Smart Cities haben ihren Ursprung von vor 10, 15 Jahren. Die meisten sind entstanden, bevor es diese Idee gab, die BürgerInnen in irgendeiner Form zu zentrieren. Basra ist hier das beste Beispiel. Es war so eine Art Posterchild für die neoliberale Stadt. Die haben sich entschieden, das ganze Konzept der Smart City neu zu denken und vor allem in Richtung Open Data zu arbeiten und von der Basis aus nach oben hin zu arbeiten. Also es gab eine zivile Beteiligungsplattform, die über Masse organisiert ist, sodass man zum Beispiel Zehntausende von Menschen hat, die Entscheidungen treffen. Und das könnten sehr simple Dinge sein. Zum Beispiel, dass man weiß, dass man in der Nachbarschaft halt eine neue Bushaltestelle hat oder welches Design einem am besten gefällt. Oder was das Design von einem Spielplatz mit einem macht. Also man konnte Zehntausende von Menschen haben, die diese Art von Entscheidungen treffen in der Nachbarschaft. Man hat versucht, die BürgerInnen mehr einzubinden. Die hatten auch so ein paar bekannte und berühmte Leute, die damit geholfen haben, oder? Ja, es gab ein bisschen diese Idee von technologischer Souveränität. Also es war Teil des Ethos des Stadtrats, zu sagen, dass die Technologie in allererster Linie den BürgerInnen zugutekommen muss und nicht dem Staat oder Profiten, sondern die Frage, warum investiert die Stadt in diese Form von Technologie oder in die Benutzung von dieser Art von Technologie, wenn es letzten Endes nicht den Nachbarschaften und den BürgerInnen zugutekommt. Du hast auch über ethische Fragen gesprochen. Sachen, die teilweise mit den Risiken von Smart Cities natürlich auch zusammenhängen. Eine der prekären ethischen Fragen ist das sogenannte Nudging, also wie man Leute anstößt, Verhaltensveränderungen vorzunehmen. Wir hatten das Beispiel von China und UmweltwissenschaftlerInnen, die gesagt haben, es wäre eigentlich nicht so eine schlechte Sache, wenn man zum Beispiel seinen Carbon-Fußabdruck verringern könnte, ist es eine ganz gute Idee. Auch die Frage nach Nachhaltigkeit, grünem Konsum, in irgendeiner Form Verhaltensveränderungen anzuregen. Es gibt so ein bisschen diese Idee von, das ist eigentlich eine positive Sache. Wo ziehst du die Grenze? Ich glaube, dass das Problem tatsächlich bei dem Anstoß ist die Machtfrage. Also wer macht den Nudge? Wer entscheidet sich dazu, Leute anzustoßen? Wer sagt Leuten, was sie tun sollen? Der Fall von China, die machen das über Unternehmen. Also die haben Credit Scores und wenn man zum Beispiel seinen Müll nicht richtig trennt oder zu viel Umwelt verschmutzt, kann man, weiß ich nicht, einen Vertrag nicht unterschreiben oder sein Business nicht in den nächsten Bezirk mitnehmen. Also werden soziale Kredite auf Masse an die Bevölkerung vergeben. Das hat dann Konsequenzen wie, wo kannst du leben, kannst du weit reisen, kannst du Flüge nehmen, kannst du das Land verlassen, wo kannst du in die Uni gehen, wo kann deine Schule in die Kinder gehen. Also dieser soziale Kredit hat eine tatsächliche Auswirkung und Konsequenzen für dein reales Leben. Du wirst in eine gewisse Richtung geschubst und wenn du dich nicht in diese Richtung bewegst, wirst du bestraft. Es gibt eine direkte Konsequenz, wenn man gegen den Ethos des Staates geht an dieser Stelle. Und das ist so ein bisschen die Problematik rund um diese Technologie. Die würden sagen, die
Technologie ist gut und es gab auch keinen enormen Backlash oder Rückstoß gegen diese Art von Technologie. Die Logik ist, dass das Korruption untergräbt. So nach dem Motto, wenn du ein guter BürgerIn bist, wirst du ja auch entlohnt dafür. Weil man muss sich dann nicht mehr so viele Gedanken machen, ob man ein schlechter Bürger ist, was auch immer das dann wiederum bedeutet. Die Frage ist, viel weniger hat man soziale Netzwerke und dergleichen, hat man Kontakte. Versucht man Leute zu schmieren, sondern wenn du erstmal alles machst, was von dir erwartet wird, hast du sozusagen nichts zu befürchten. Aber wenn man nach Hongkong geht, dann sieht man definitiv Proteste dagegen, weil sie diese Technologie bei sich nicht haben möchten. Ein Teil dieses Protests ist, Überwachungsposten wirklich runterzufahren. Ich habe einen Begriff heute Nacht gelernt, und den ich definitiv in mein aktives Vokabular mit einbringen werde, das ist Citizen Washing, also Staatsbürgerinnen Washing. Finde ich sehr interessant. Was damit einhergeht, ist BürgerInnen zentriert. Also was heißt BürgerInnen zentriert in einer Zeit, wo Städte sich so dramatisch verändern, insbesondere auch aufgrund des Wohnungsmarkts und Gentrifizierung. Ich bin mir sicher, dass du sehr gut darüber informiert bist, was hier in Berlin abgeht. Also wer eine BürgerIn ist von einer Stadt, ändert sich gerade radikal, weil die Frage ja auch ist, wer kann sich noch leisten, innerhalb von der Stadt, innerhalb vom Ring zu leben? Wie wird die Smart City sich verändern für die Leute, die es sich noch leisten können, in der Stadt zu bleiben? Die tatsächliche Problematik, die ich sehe bei der bürgerinnenzentrierten Frage, ist tatsächlich auch eine Frage von Teilhabe. Wir sind in einer repräsentativen Demokratie, weil wir für Leute stimmen und unsere Belange delegieren an Menschen, die dann wiederum Entscheidungen für uns treffen. Punkt 1. Punkt 2. Es hat so eine inhärent progressive Note zu sagen, wenn BürgerInnen involviert sind, aber nicht zwingend, wenn alle Rechtsextreme auf einmal die Möglichkeit haben, Technologien zu nutzen, um ihre Ziele durchzusetzen. Das ist jetzt nicht zwingend inhärent progressiv. Leute nutzen Technologien für ihre Zwecke, was sie möchten. Und das ist auch ein Problem, wenn wir über kollaborative Planungen reden, beispielsweise in den USA, wo die Tea Party oder die Republikanische Partei teilweise Prozesse gekapert haben, um Investitionen rein in schwarze Communities zu verhindern. Also wie man sehen kann, das Planungssystem wurde von gewissen AkteurInnen, von BürgerInnen gekapert, weil die Art von Planning wirklich über mehrere Jahre angelegt ist und über Feedbackschleifen. Und wir können nicht einfach in dieser Annahme sein, dass das per se eine gute Sache ist. Okay. Wir würden gerne mal mit dem Raum anfangen. Wir haben zwei Mikrofone. Lasst uns hinten anfangen. Und vorne. Vier Leute sind bereit. Sehr interessante Konversation und Vortrag. Vielen Dank dafür. Sehr intensiv. Ich bin ein bisschen gestolpert über die Idee von Konstellationen im Vergleich zu Systemen. Und ich habe mich gefragt, ob Sie da ein bisschen drauf eingehen können, was die Idee von Konstellationen für Sie an der Stelle bedeutet und was ist die Stadt von der Stadt als System differenziert. Also es geht so ein bisschen um Infrastruktur und regelbasierte Systeme, das irgendwie auf derselben Ebene passiert.
geht mir mehr um Orte versus Systeme. Das Ding mit Systemen ist, dass sie nicht so gut mit Politik, Kontext, Kultur, Geschichte und dergleichen funktionieren. Städte sind divers. Es gibt eine Handvoll verrückter Probleme. Es gibt Widersprüche. Sie sind tatsächlich sehr schwierig zu modellieren und in einer Art, wenn wir zu versuchen, in einer Art von Regel über sie nachzudenken, dann wird es einfach sehr unübersichtlich. Man kann nicht jede Variable einspeisen. Also ich glaube, dass über Orte, Communities nachzudenken per se eine ganz andere Sache ist, als über Systeme und Regelwerke nachzudenken. Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Stadtforschung und Stadtplanung. Es gibt einen Herrn in der vierten Reihe hinten. Danke für Ihre Frage. Hallo, vielen Dank. Mein Name ist Aurie. Ich bin Architekt und arbeite für eine Organisation, die sich mit Daten beschäftigt und auch Dashboards baut. Und ich habe ein Dilemma mit der Arbeit, die ich mache. Und ich habe eine Frage dazu. Mit Technologie ist immer die Möglichkeit da, es für das Gute oder für das Böse, das Schlechte zu benutzen. Das Militär hat zum Beispiel schon sehr weit entwickelte Ansätze entwickelt. Wie können wir schauen, dass Ansätze in der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft nicht ausgenutzt werden können und zum Beispiel für das Militär verwendet werden können? Es ist sehr schwierig, weil wenn es freigestellt wird, kann die Technologie wieder neu angewendet werden, neu benutzt werden. Und das kann man nicht kontrollieren. Ich glaube, es ist wichtig, Regulierung und Regeln uns anzuschauen. Zum Beispiel auf der europäischen Ebene die europäische Datenschutzregelung. Zum Beispiel können Gesundheitsdaten nicht neu benutzt werden, um irgendwas anderes, um sie anders anzuwenden. Die Apps müssen ausgeschaltet werden. Also es wurde Regulierung entwickelt, um diese Technologie zu kontrollieren. In China ist vieles beibehalten worden, zum Beispiel QR-Codes, um irgendwo reinzukommen. Und in anderen Orten ist es aufgehoben worden. Aber ich glaube, du hast recht. Es gibt so eine Überschneidung zwischen der Technologie des Militärs und der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel Mikrowellen war zum Beispiel die Antwort, um kochen zu können auf nuklearen U-Booten. Und so sind die Teil der Zivilgesellschaft geworden. Ich habe mich oft über die Smart City Systeme unterhalten und habe dann gesagt, wo ist diese Technologie entstanden? Und darauf haben sie geantwortet, wir haben diese Technologie benutzt, um den Irakkrieg anzutreiben. Das hat die Firma gesagt. Und dann wurde es einfach neu konfiguriert für die Zivilgesellschaft. Also es ist sehr schwierig, um Begrenzungen einzuführen, Limitierungen einzuführen, wie Menschen die Technologie benutzt werden können. Man kann es zum Beispiel in Zertifikate verankern auch. Ich glaube, es gibt viele Technologien, so die rund um Entertainment, zum Beispiel Kopfhörer, und das kam auch aus dem Militärradio und dieser Entwicklung rund um das Militärradio.
Ja, es gibt viele Beispiele dafür. In der ersten Reihe. Dann haben wir noch eine Frage hinten. Und vielen, vielen Dank für diesen interessantes Gespräch. Ich habe mich gefragt über die Motivation, die Erwartungen, die Städte antreiben oder motivieren, um diese Technologie zu verankern. Und ich frage mich, ob es sich um Informismus geht, dass Städte zum Beispiel denken, um cool zu sein, müssen sie bestimmte Technologie annehmen und umsetzen, obwohl sie nicht eine klare Vision haben, warum sie diese Technologie benutzen, was die Ziele sind, wie sie die anwenden müssen. Und weil sie viele Städte sich angeguckt haben, ich habe eigentlich nicht viele Städte in vielen Städten geforscht, sondern hauptsächlich mit Dublin angeguckt. Und wir haben die Smart City, die zufällig entstanden ist, und haben versucht, ein Narrativ darum zu bauen, also was wirklich ad hoc entstanden ist, diese Technologie, und zufällig in vielerlei Hinsicht. Und dann haben sie versucht, ein Narrativ zu entwickeln, um diese Entwicklung zu beschreiben. Und dann haben sie eine Strategie und versucht zu entwickeln und eine Vision zu formulieren. Und wie die Frage war wirklich, um mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir uns mit dieser BürgerInnen-Ethik zu beschäftigen. Eine Frage, die wir uns stellen sollten und fragen sollen, was machen sie mit den Daten, wie setzen die Technologie ein? Schaut ihr euch überhaupt an, wie diese Technik in bestimmten Nachbarschaften umgesetzt wird? Habt ihr mit Menschen in der Nachbarschaft gesprochen, dass sie jetzt einer Testbed Stadtteil geworden sind? Und dann haben sie es auch irgendwann gemacht und haben sie einfach nur informiert. Übrigens, ihr befindet euch in einem Teil der Stadt, der ein Testbed ist. Ich glaube, es hängt von der Stadt ab und der Stadtregierung ab. Einige Städte haben einen sehr proaktiven Ansatz, politische Ideologie zu verbinden mit Smart Cities. Zum Beispiel in Großbritannien haben sie einen großen Fördertopf und versuchen, einen Markt zu kreieren für diese Technologie und versuchen, einen Markt zu schaffen, um Smart Cities zu fördern. Und die Europäische Union macht das auch. Es ist oft so, dass man eine Helix, man muss eine Universität haben, eine Zivilgesellschaft haben und innerhalb der Stadt verschiedene Organisationen haben, die das umsetzt. Also wenn es sich um eine Stadt handelt, die nach Geld sucht oder Geld braucht, kann man sehr viel Förderungen bekommen. Man 6 bis 10 Millionen Euros bekommen. In Großbritannien zum Beispiel, in Glasgow, haben die 24 Millionen Euro bekommen als Teil dieses Smart City Fundings und haben dann ein Control Room gebaut. Und andere Städte zum Beispiel haben das Geld in Transporttechnologien investiert. Elektrische Autos zum Beispiel. Ich wollte noch mal gucken, ob es irgendwas auf Slido gibt. Vielleicht gibt es, es gibt ja ganz viele Menschen, die hier Fragen haben im Raum. Das ist toll. Das fokussieren wir uns noch mal hier auf den Raum. Bevor wir dann weiter
uns bewegen und Snacks essen können. Vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, wir haben uns vor einigen Jahren schon kennengelernt. Also danke nochmal für Ihr Feedback. Eine Frage ist konzeptionell, die ich habe, und vielleicht eine mehr empirisch. Die konzeptionelle ist, was ist Ihr Verständnis von Raum? Sie sprechen über die Stadt, als eine Konstellation von unterschiedlichen Orten. Haben Sie nachgedacht über Selbstkonzeption nachgedacht? Und die zweite Frage ist eine allgemeine Reflexion über das, was gerade passiert. Die SchülerInnen, die StudentInnen, die protestieren in Großbritannien, USA, aber auch hier. Vielleicht Smart Cities im Kontext von Universitäten. Die letzte Frage ist eher eine politische Frage rund um Proteste, um Fragen Meinungsfreiheit besonders im Kontext der Universität. Ich bin keine Experte dazu, aber ich glaube, dass die Studentinnen das Recht haben sollten, friedlich zu protestieren, ohne dass eine militärische Polizei interveniert. Ich glaube, die erste Frage rund um Raum, du hast über das Codespace-Buch gesprochen. Es gibt eine sehr relative Verständnis von Raum. In dem Codespace-Book reden wir über eine genetische Konzeption von Raum. Also es geht darum, dass die Produktion, also dass der Raum keine fixierter, statischer Punkt ist, ein geometrisches Verständnis, sondern dass es aktiv ist und durch Menschen geprägt wird, entwickelt wird. Es ist nicht still oder fixiert, sondern es ist immer in Bewegung und verändert sich ständig. Und es hat uns interessiert, wie Software, wie algorithmische Prozesse Räume verändern und der Unterschied, der vorhanden war, wenn es nicht funktioniert hat. Wir haben uns zum Beispiel den Flughafen angeguckt. Der Flughafen ist ein sehr starker Code-Raum. Also man muss immer elektronisch sich einchecken. Es geht nicht mehr über Papier. Und wenn es die Software nicht mehr funktioniert, dann wird es zum einem Warteraum. Also deswegen haben wir Code-Ort-Raum gesagt. Das heißt, wenn der Code nicht funktioniert, dann wird der Raum zu etwas ganz anderem, als er intendiert war. Wenn jetzt diese Bildschirm aufhört zu funktionieren, dann kann ich trotzdem noch meinen Vortrag geben und Teil dieser Diskussion sein. Also genauso in einem Supermarkt zum Beispiel. Wenn plötzlich die Kasse nicht mehr funktioniert, dann ist es nur noch ein Stauraum. Also es funktioniert nur, wenn die Software funktioniert. Man kann nicht abkassieren, man weiß nicht, was funktioniert. Also es ist total abhängig von der digitalen Funktion. Und das ist die Idee eines softwareproduzierten Raums. Das hat jetzt keine Koordinaten, x, y und so weiter. Aber die Stadt verändert sich ständig und ist immer im Existieren. Und das ist mein Verständnis von Raum. Es ist nicht ist, sondern ist, in was es sich entwickelt. Darum geht es eigentlich. Wir werden auch live gestreamt heute. Es gibt also noch eine Komponente dieses Raum, der nicht nur geometrisch ist. Wir haben noch zwei Fragen, bevor wir die Veranstaltung beenden. In der dritten Reihe. Vielen, vielen Dank für die Präsentation.
ihre Argumente und auch über ihre Gedanken zu den Protesten auf Uni-Campussen. Sie haben über verschiedene Regime gesprochen und Smart Cities, UK, Spanien, Middle East, als ob es ein Land wäre, als ob es ein Smart City-Regime wäre. Und dann haben sie ein Bild gezeigt von einer Smart City in Dubai. Aber die Sache ist, dass was passiert in Riyadh in einem Smart City-System ist sehr, sehr anders oder Dubai ist sehr anders als im Libanon zum Beispiel. Also es funktioniert nicht als eine Post-Öl-Wirtschaft. Und das war vielleicht eher ein Kommentar. Das ist genau mein Punkt. Es ist nicht eine Smart City, die für alle Städte passt, alle Orte passt, sondern es geht darum, dass die Smart City beeinflusst und strukturiert wird durch die Kultur, durch die Politik, durch die Geschichte. Und deswegen ist die Smart City in Berlin nicht das gleiche wie in Hamburg zum Beispiel, weil Menschen unterschiedliche Prioritäten haben. Ein anderer Weg, darüber nachzudenken, ist, wir hätten eine Smart, die Frage, wer ist das Publikum der Smart City? Ist es die Regierung? Ist es Staatsbürger? Sind es Firmen, Unternehmen? Und wer bietet Lösungen an? Und das hat viel damit zu tun, wie ein Regierungssystem funktioniert. Zum Beispiel in Großbritannien. Es gibt zum Beispiel ein System, wo ganz viel Outsourcing passiert, dass das lokale Regierungssystem nur die verschiedenen Verträge verwaltet. Das Krankenhaus ist im Besitz eines chinesischen Unternehmens zum Beispiel. In Irland ist das anders. Da ist die Regierung in der Verantwortung, viele sozialen Aspekte der Gesellschaft zu organisieren. Und Irland war ein sehr armes Land bis in die 1990er Jahre. Das heißt, zivilgesellschaftlicher Teil war sehr, sehr wichtig, um Dienstleistungen zu schaffen. Also Schulen waren kein Privatsektor. Und das prägt natürlich, wie es weitergeht und prägt die Zukunft. Also jede Stadt hat ein anderes Verständnis von Smart City. Deswegen gibt es unterschiedliche Variationen von Smart-Ansätzen. Wir sollten einen ganzen Abend darüber machen, was in Riyadh passiert und die Schnelligkeit, mit der sie eine neue Stadt schaffen. Wir haben noch eine Frage auf der linken Seite. Hi, ich bin Michael. Ich würde gerne ein bisschen Erfahrungen teilen vom Thema Smart City und Berlin. Alle meine FreundInnen benutzen Google Maps, um Geschäfte hier in Berlin zu finden. Und die Entscheidung, die sie treffen, hat super viel mit den Rankings, mit den Bewertungen zu tun, die diese Geschäfte, Restaurants beispielsweise haben. Wir haben die Ranking-Algorithmen von Google, die geheim sind, und wir wissen aber wiederum von SEO, dass super viel damit zu tun hat, ob jemand Geld in seine Online-Präsenz pumpt oder nicht. Also dementsprechend ist es keine Smart City, durch die Menschen durchnavigieren, sondern eine Art, worüber ich weniger geredet habe, sind städtische Plattformen. Das fehlt in einer Form in dem Vortrag. Globale Unternehmen,
die all das tun, wie beispielsweise Google und lokalere Startups. Das ist eine Form definitiv des sozialen Sortierens, dein Profil auszuchecken und zu gucken, was könnte dir gefallen und dann wiederum darauf basierend Empfehlungen auszusprechen, auch wiederum dich anzustoßen, an gewisse Orte zu gehen. Das ist oft das, was wir in Smart Cities treffen. Ich habe auch hier mein Smartphone genutzt, um mich zurechtzufinden. Ich könnte wahrscheinlich es auch benutzen, um in Dinge reinzukommen und damit zu bezahlen und so weiter. Diese Art städtischer Plattform ist ein entscheidender Faktor geworden in Smart Cities, die auch einen großen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie man diese Stadt erlebt. Es gibt eine Vielzahl von Städten, die versuchen, sich gegen beispielsweise Uber oder Airbnb zu wehren, weil diese wiederum massiv beeinflussen, wie die Taximärkte, die Unterkunftsmärkte funktionieren. Es gibt sehr viel Unstimmigkeit. Die mediieren in irgendeiner Form, wie wir Städte erfahren, auch wenn wir sie nicht zwingend als smarte Technologie labeln. Berlin hat ein bisschen versucht, sich zu wehren gegen Airbnb und es auf eine Art und Weise reguliert. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was wir am Ende oft machen, ist so ein bisschen über Regulierungen zu sprechen am Ende. Es ist auch eine Form europäischer Errungenschaft. Also wenn wir uns über das globale Rennen rund um Technologie Ich möchte nicht über den sogenannten A-Act jetzt gerade in Detail sprechen, aber was dort reguliert werden soll und in circa 2 Jahren in die Praxis umgewandelt werden soll, hat weitreichende Effekte und ist auf eine Art und Weise zentralisiert. Man kann in gewissen Nationen die eine oder andere Sache anders machen. Die sind dann sozusagen über die nächsten 2 Jahre Verhandlungssachen. Aber wenn wir darüber sprechen, die Smart City beispielsweise BürgerInnen-zentriert verändern zu wollen, gibt es eine Art und Weise, wie wir Zugänge regulieren können, was beispielsweise auch in dem AI Act auftaucht, auf dem nationalen Level, auf dem städtischen Level? Was würdest du denken, sei der beste Weg, all das anzufangen? Ich denke, es hat super viel damit zu tun, was die Technologie und was wird damit gemacht. Ich glaube, dass auf dem europäischen Level die Gesetzgebung so extrem schwach ist. Wenn wir sie uns selbst überlassen würden, würden sie auch nie passieren. Also prescht die EU natürlich irgendwie vor. Es zwingt Firmen außerhalb von der EU, gewissermaßen sich an europäische Standards anzupassen. Viel von der Technologie wird sowieso in China publiziert. Die kommen nicht zwingend hierher, aber sie gehen in Teile von Asien, in Teile von Afrika. Und ich denke, es gibt sozusagen einen globalen Regulierungskampf im digitalen Raum. Und ich bin sehr gespannt, wie das in nächster Zeit sich in der Praxis zeigt. Was so lokale Gesetze angeht, sehen wir viele Orte, die versucht haben, so Sachen wie Uber mit lokalen Gesetzen zu begegnen, die dann wiederum auch unterschiedliche Effekte haben, je nach dem lokalen Kontext. Meine persönliche Präferenz wäre, das auf nationalen Level anzugehen, weil das bedeuten würde, dass alle BürgerInnen unter derselben Gesetzgebung gewissermaßen auch dieselbe Sicherheit
genießen oder dass alle ArbeiterInnen dieselbe Sicherheit genießen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man die sogenannte Gig-Economy auf dem städtischen Level regulieren kann, ob jetzt in Deutschland, Frankreich oder dem UK. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, lokale Gesetze sich zu überlegen über Technologien, die eine Ebene darüber operieren. Man braucht das Gesetz auf dem richtigen Level. Und wenn man das nicht hat, dann hat man eine krasse Diskrepanz und Ungleichheiten. Was wir gerade gesagt haben mit dem GDPR-Gesetz und mit dem AI-Act, dass man eine Art von Zugzwang hat. Ja, aber eben nur für die Firmen, die auch innerhalb der Europäischen Union handeln wollen. In Indien beispielsweise indische Firmen nutzen die GDPR nur bei Produkten oder Sachen, die sie in die EU reinhandeln wollen, aber nicht auf dem nationalen Level. Das heißt, an der Stelle heißt es eben nicht, dass eine gewisse Form von Gesetzgebung global funktioniert, sondern nur, wenn sie in den Raum reingehandelt wird, in dem es bindend ist. Jetzt werden wir so richtig lokal gehen. Unsere Snacks und Drinks sind nicht auf Google Maps, sondern hier draußen. Vielen Dank, dass Sie uns alle so lange zugehört haben und mit uns waren. Und einen großen Applaus für Ron, der den weiten Weg von Maynooth Universität aus Irland zu uns gemacht hat. Vielen Dank.